Ja, warum habe ich mich zum Sprinter entwickelt? Weil ich gemerkt habe, ich komme nicht berghoch. Die grundsätzliche Formation, sage ich mal, vom Sprint ist es so, dass Marcel der erste von uns drei ist, der losfährt, der uns dann im bestmöglichsten Fall irgendwie so in den letzten Kilometer begleitet. Klar gibt es halt ab und zu mal Kamikaze-Sprints, wo man ein bisschen Respekt hat, aber zu viel Schiss sollte man auf jeden Fall nicht haben, weil ja, wer bremst, verliert. You know, you have like 100 guys centimeter on centimeter next to each other going at 60 k's an hour, or everyone's sprinting for that last corner. Und dann Heinrich einfach mit seiner Endständigkeit dann in den letzten 500 Metern, dann kommt es dann wirklich dann auf die Sprintqualität auch schon an. Und da ist Heinrich einfach super stark und liefert mich dann im Idealfall dann irgendwo am guten Hinterrad ab oder vielleicht sogar von vorne, dass ich meinen Sprint dann eröffnen kann. When you start your lead out, you don't want him to do an extra sprint on your wheel. So you have to gradually, slowly build the speed and the tempo. And it's something, it's not that easy to train because you want to get that explosiveness standing up out of the saddle. Also ich denke schon, dass die Kommunikation im Finale halt schon wichtig ist, dass man gerade weiß, dass Phil halt bei uns am Rad ist und wir nicht einfach, sag ich mal, Vollgas geben. It's not like you can talk in the sprints. It's mainly just shouting their name or you say yes, no or here. Viel ist sicher nicht, wenn man 65 fährt und 180er Puls hat, aber ja, eine Kommunikation ist auf jeden Fall wichtig, dass man halt weiß oder dass ich halt weiß, dass Heino hinten dran ist und Phil natürlich auch. Und ja, das spielt sich dann halt einfach von Rennen und Rennen halt immer mehr ein. You really need to be concentrated and you need to know, you listen to their voice, you need to know their voice. Because it's super important, you know, we have to be there for Phil. And in that last kilometer you also have no friends. It doesn't matter who it is, your ex-teammate or your neighbor, but yeah, you do everything for your captain, everything for your leader, for your sprinter. It's 110% all in. Auch oft, wenn man dann gerade auch mit Heinrich und mit Sibi redet, dann ist es auch so, was haben wir da gerade eigentlich gemacht? Es war schon ziemlich knapp und wie auch immer. Aber man blendet halt eigentlich aus. Wenn Phil am Ende jetzt das Rennen nicht gewinnt, trotz super Vorarbeit, dann, ja, das gehört einfach zu uns beim Sport dazu. We also make mistakes in our lead out, or we don't take the right wheel, or we go too early, we start too late. And, but that's just the way it is. I mean, we're definitely not angry at each other, but if Phil wins, then it's a win for all of us.